So, da sind wir wieder. Glücklich und genährt. Fit und glücklich und fit. Ja, und wir haben übrigens festgestellt, sollen wir es testen? Ja. Die Kameraaufnahmen, man sieht da ganz klein neu stehen. Könnte also heißen, wir wurden aufgenommen, als wir möglicherweise. Haben. Schau doch einfach mal rein. Schauen wir mal rein. Okay. Es gab nur eine Scary-Szene bisher, die man... Ja, es drängt sich halt irgendwie so auf ein bisschen von... Es war so gruselig. Es hat uns so umgehauen. Was ist das mal? Es passiert absolut nichts. Schön. Ja, sind alle wieder vom Klo zurück, Körper verlaufen, alle gewaschen. Sehr schön, das müssen alle wir glücklich. Später hochladen, das ist gut. Ah, großartig. Okay. Mach nochmal, dreimal muss mal. Wir sind toll. Ja, ich nehme mal einen Schluck. Und wir sind Comedy Gold. Ja, also unterhaltsam sind wir ohne Ende. Wir lachen über unsere eigenen Witze. Wir sorgen sogar für die Atmosphäre, die sonst bei so Sitcoms automatisch. Ja, das ist richtig, ne? Die haben so einen Lachtrack, wir machen das selbst. Stehen wir vor einer Sitcom, bei der die Protagonisten selbst lachen, wenn sie was sagen. Eine tolle Sitcom. Lass das machen. Lass das machen. Unbedingt. Aber jetzt machen wir mal weiter. Unbedingt. 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 Hä, ich hab dein Hintern im Visier. Oh ja. Oder auch nicht. Wo bist du? Oh nein. Ich seh dich. Ja, es könnte wirklich sein, dass diese beiden ja als erste dem Mörder begegnen. Ne? Absperrband. Naja, im Prinzip sind sie das schon. Aber... Ach, sie hat Musik am Handy laufen. Das hat sie gemeint mit den Hits. Ach so. Ja, Mann. Okay. Vielleicht sollte man den Fernseher doch noch einen Tacken lauter machen, ne? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt krieg ich Gänsehaut. Das ist bei Kälte normal. Wenn sie in Frieden ruhen, woran erinnerst du dich? Hä, wieso woran? Guck, allein, guck, wenn du sein Gesicht schon ansiehst, diese Mundpartie, das ist schon dieses... Okay. Fragen wir mal. Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist... Wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja, wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aus den Videos, die ich gesehen habe, habe ich eigentlich rausgenommen, dass die wissen, dass die nicht wussten, dass sie tot ist. Also, dass die beiden tot sind. Nicht? Ich glaube, die wissen nicht, dass die tot sind. Die denken nur, die sind im Wald und verschollen irgendwo, aber die leben. Achso, echt? Also ich denke glaube, schon, dass die sich schon denken. Ich will jetzt nicht spoilern, was später kommt, weil in diesen 20 Minuten ist es einmal noch ein gutes Stück nach vorne. Hast du das gehört? Ja. Da war irgendwas. Ja. Ja, aber das ist doch logisch, dass selbst wenn diese nicht gefunden wurden, was jetzt unwahrscheinlich ist, nachdem wir nicht so weit weg waren. Im Prinzip kann sich das jeder ja denken. Also mitten in diesen Bergen hier, in tiefen Wald, Schnee, erfrieren. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Weißt du was? Scheiß drauf! Wir sind Abenteurer! Jess! Das war lustig. Wir sind Abenteurer. Hey Jessica! Ja! Hey! Alles gut! Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt! Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von Vielleicht meinen sieben Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Warum? Es ist unten heller als oben. Ist das ein langes Spiel? Naja. Okay, ich komme Wir runter. Haben das Spiel, wie gesagt, jetzt noch nicht gespielt. Also angeblich soll es angehen. War er da oben gerade? Ich glaube schon, ja. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben!
beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Oh Gott. Okay. Also diese Synchronsprecherin hat ist voll getroffen. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ich habe niemanden schlimmer lachen hören als diese Person gerade. Ich höre selten Menschen lachen. Ja. Mach dir Gedanken. Warum geht die nicht einfach zur Seite? Vor allem. Oh mein Gott, alles in Ordnung? So schnell war die jetzt am Ende nicht mehr. Ja. Ja. Okay. Hat sie jetzt bitte losgelassen? Ich meine, der Mörder stand eben oben. Der Mörder muss doch keiner Logik entsprechen. Der Mörder stand eben oben. Der Lurger? Der Mörder hat eben Feuer gespuckt. Oh Himmel, hier empfange ich eine Menge Vibes. Ja. Und zwar nur die richtig gruseligen. Achso, ich dachte schon, Vibe wäre eine App auf ihrem Handy. Spar dir das für die Hütte, Poser. Liegt hier was? Yay, ein Totem. Wir werden sterben. Kann man eigentlich an den Formen erkennen, was das für eins ist? Nee, ne? Also nicht. Glück? Glückstotem? Also das sah jetzt aber eher nicht so aus. Prophezeiung des Glücks. Na gut, sie war nicht tot, ne? Nee, das nicht. Aber sie war in Unterwäsche und Blut verschmiert. Allein in der Höhle. Weiß nicht, wie viel das mit Glück zu tun hat. Also ich wäre voll glücklich. Blut verschmiert in der Höhle. In Unterwäsche. Dies war eine Lüge. Aber ganz ehrlich, haben die so Druck, sage ich jetzt mal, unbedingt zu dieser Höhle zu kommen, dass sie diesen Weg machen? Du meinst zu der Hütte? Ja, meine ich. Ja, ich glaube, die hatten Druck, dann sind sie in diese Höhle gefallen und jetzt ist der Druck gewichen. Jetzt ist es halt ein bisschen raus. Vorschriften halten die hier wohl nicht. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Coco, steh mal Töte. Vielleicht stehen die ja auf harten Sex. Auf der Bank? Deswegen die Glücks... das Glückstotem. Ah, achso, das war gar nicht vom Mörder, sondern so die typischen Folgeerscheinungen. Das ist ja gut. Ich glaube, also aus irgendeinem Grund ist die Verzögerung relativ hoch, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, wir hängen gut 20 Sekunden... hängt der Chat hinterher. Hm. Weiß nicht genau wieso. Seltsam, seltsam. So, eine Karte mit Markierung eines Bergbauingenieurs. Die Statikmenge der Mine zeigt. Offenbar wurden die Besitzer über das Einsturzrisiko Bescheid. Naja. Nun denn? Scheiße. Der Laden ist die ganze Bruchbude. Nessel hängt eh hinterher wegen App. Ich glaube, du bist fast noch die Schnellste, weil du auch als Letztes, glaube ich, reinkamst. Mhm. Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Schnee. Oh, guck mal, Boden. Ups, Alter, bitte. Hey, komm, ich kann kreisen. Aber das Totem hat doch eben gerade in der Mine was gezeigt, ne? Ja, ob das jetzt die Mine ist oder eine andere Höhle oder... Ich dachte eigentlich jetzt eher, dass das nicht unbedingt jetzt direkt passiert, sondern dass das irgendwas, was wirklich in der Zukunft liegt. Könnte gut sein, dass die jetzt irgendwie gleich gestellt werden von dem Kerl und dann zurückrennen. Und dann, ja, passiert das dann. Jetzt kommt zum Beispiel von Edna eine Antwort drauf. Also falls du direkt geschrieben hast, das ist ja eine gute Minute. Mhm. Als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln-Suite siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu
Zeit. Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Jumpscare. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütten. Dass man denn gegen das Geld anwerfen muss. Wow. Alles klar? Ich hab jemanden bei der Hütte gesehen. Schauen wir doch erstmal hier hin. Hey, Jazz. Mhm. Bleib dich bei mir, okay? Hey? Jo. Was ist los? Blackwood Pines Gebirgsbewohner. Mackenzie Wolf. Canis lupus axillotus batbatzen. Dieses mächtige Raubtier. Halt die Schnauze, ich bin am Vorlesen. Was? Dieses mächtige. Los, wir streichen einen Bären. Komm schon. Du kannst dir deinen Bär streichen, wie du willst, aber das musst du ja nicht unbedingt jedem sagen. Dieses mächtige Raubtier. Eine wahre Legende unter den Fleischfressern greift. Wapitis. Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe und auf Privatgrund gestattet. Was? Möglicherweise werden die Wolfsverbände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzlybär. Orchus actus horribilis. Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch oder Forelle, weshalb man ihn in der Nähe von Flüssen und Gebirgsbächen äußerst besonders häufig auf dieses Tier trifft. Ich habe das Gefühl, man sollte sich das merken, weil eventuell dann irgendwann mal sowas kommt. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Mountain Wapiti Cerberus Canitotidus Cannelloni. Hast du. Ach, das. Oh Gott. Mhm. Ich bestelle nie wieder Cannelloni. Der verbrächtigte. Der Quast. Der prächtige. Der gebrechliche. Der prächtige Wapiti. Wapiti. Okay, ja, weiter. Durchstreift diese Lande schon seit tausenden von Jahren. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen Bullen dafür bekannt, ihre Herden vermehrt gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Wundervoll. Schluck auf. Guten Abend, Mirror. Guten Abend. Oh Gott, also ich kann kein Englisch mehr. Wir sollten nur noch auf Englisch reden, das wäre sehr schön. Und ciao, Pika. Die Leute gehen, bevor irgendwas passiert hier. Das ist schon. Gut, schauen wir doch mal durch, was man hier gesehen hat. Ich würde gerne ein bisschen weiter links gucken, dass wir sie blicken. Der Jumpscare war ja. Hast du losgelassen oder? Weil der Jumpscare ja, war zu kurz. Ich hab losgelassen, aber. Aber also, die Animation ging ja weiter, das ist das Ding. Drücken, das wundert mich ja. Ja, vor allem. Der war doch viel zu nah dran eigentlich. Ich fand, der war zu kurz. Man konnte nicht mehr erkennen, was es jetzt genau war, außer komischere Maske mit komischen. Möglich. Sachen. Naja. Jumpscare. Jo. Ey, vielleicht sehen wir auf der Kamera, wie unglaublich krass wir zusammengezuckt sind. Hui. Nee, das ist jetzt ein Holztor. Was ist denn Holztor? Und da ist Holz. Also ich habe noch nie solche Verschlüsse gesehen, die sind irgendwie so ein bisschen billig. Sinnlos? Und wie ist das jetzt? Egal. Einfach weiter, immer die Frau anstrahlen. Ja, hier. Sie will halt im Rampenlicht stehen. Rampensau. Ist das dann nicht eher ein Treppenlicht, wo wir gerade sind? Weißt du, was ich mich frage? Wozu haben wir den Strom angeschaltet? Weil der Strom war eigentlich jetzt nur dafür da, um die Tür zu öffnen und nicht, wie Josh gesagt hat, um uns den Weg zu weisen, weil hier ist nirgends eine Lampe. Es war Vogel! Man. Vorsicht, Spatzenhirn! Ratten mit Flügeln? Ich hab da gehört. Hä? Es passt beides zu ihm, also das muss man im Spiel wirklich. Komm, spiel ihn einfach als kompletten Vollidioten, weil er wirkt so. Also macht witzig. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Ach, er hat geschrien. Wow, du Flittchen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe viel Glück zu geben. Das war sie. Hat mich erschreckt. Nee, der Elch hier. Ich ist. Beim nächsten Jumpscare müsst ihr in die Kamera dann Laola-Welle machen. Ja, wenn man wüsste, wann sie aufnimmt, ne? Ja. Zeigt sie leider nicht an. Das stimmt, ey. Es waren eigentlich besser. Also, die erste Nummer mit dem Fernglas fand ich härter als diese. Ja. Dachs in der, in dem Schrank. Hm,
So schöne Ecke hier. Cabin in the Woods? Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Naja, immerhin ist dein Kopf relativ leer. Oh, buh! Angeberin. Wieso Angeberin? Hey, das ist eine meterhohe Mauer. Du hast da was im Gesicht. Also ich muss sagen, Mike ist echt meine Lieblingsfigur bisher. Wenn es das ist, was du willst. Ich muss ihm so ein bisschen überlegen. Ist hier zurückwärts runtergefallen? Jess? Yes. Ich dachte auch, der hat sich jetzt gefreut. Und während der Mörder da ist, ist er auch gerade da. Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Ich dachte... Komm schon. Ist das jetzt wieder in der Vergangenheit? Nee, nee, das okay, ist jetzt... Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Meine Generator läuft ja wieder. Ich hab keine Ahnung, das ist ja das, was ich bei dem Generator nicht verstehe. Ich dachte kurz, das wäre im Spiel. So, manche Menschen von uns müssen gerade Katzen rauswerfen. Ich versuche in der Zeit nichts Spannendes zu machen. Allein schon, weil ich gerade allein bin und allein sein bei solchen Spielen ist nie so clever. Okay, da kommt gerade jemand rein und wird direkt rausgeworfen. Das ist gut. So, okay... Lebt er noch? Na gut. Dann haben wir da Ruhe. Okay, es gibt ja also anscheinend nichts einzusammeln. Was ist denn da passiert? Oder kam was, was einen Namen hat, was irgendwie... Wolverine kam, okay. Was war das? So, das habe ich wieder gesehen. Das wurde irgendwie alles so komisch zusammengeschnitten. Also hauptsächlich diesen Anfang mit Sam habe ich gesehen. Gott, voll vergessen, Feuer machen wollte er, ne? Ja. Unten in der großen Halle. Was mich so ein bisschen stört, ist, wenn du einen Gebietswechsel hast, geht sie zwar noch ein bisschen weiter. Aber dann dreht sie um. Mal um, ja. Genau das ist das. Und das ist echt mies. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Aha, Clownsmaske. Wenn wir die jetzt verbrennen könnte, würden wir unsere Zukunft verändern. Das ist bei mir unpassender, warte. Ach so. Du schaffst das, Mann. Wir vertrauen auf dich. Ging's hier nicht auch runter? Ja, absolut. Wuhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Da hinten ist die Treppe. Sie muss nur so ein bisschen fänden. Okay, bester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher... Und dann kommen die Nachrichten des Idioten auch noch in den Stream. Oh Gott, mein Gott. Joa, da soll er sich einen drauf kleppern. Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris? Also Josh ist eigentlich so, wenn einer von denen wirklich irgendwie mit dem Typen unter einer Decke steckt, der Verdächtigste, weil er wohnt ja quasi in der Ecke. Dann los. Cool. Ihr werdet es kümmert sich um alles. Na, Lust mich zu begleiten. Und verdammt nochmal, er schickt die ganze Zeit Leute möglichst weit weg oder in den Keller oder sonst was. Nee, in dem Fall geht er mit dir in den Keller. Deswegen sollst du ihn nachgehen. Ja, klar, aber die anderen sind ja dann auch wieder alleine. Wer weiß, wer weiß. Gut, Herr Josh. Schauen Sie mal. Was kann man hier. Aber warum haben sie kein Licht an? Ich verstehe es nicht. Der hat doch wirklich gesagt, oder war der Generator echt nur für die Hütte? Ich denke auch, ich weiß es nicht. Die haben da ja eigentlich Strom. Außen an dem Haus war ja überall Licht, als wir in das Fenster eingestiegen sind. Das macht auf mich halt auch null Sinn. Das hat mich in den 20 Minuten am Anfang schon gestört. Warum ist es in diesem fucking Haus so scheiße dunkel? Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Ja,
Links, rechts, links, rechts. Ja. Die sind wirklich süß zusammen. Oh Gott. Ich bohre meine Entscheidung jetzt. Sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein. Irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Day. Genau, das, was Helena gesagt hat. Wenn euch der Delay stört, einfach mal die Seite neu laden, dann sollte der Delay geringer sein. Normalerweise würde ich sagen, der Fehler liegt bei uns, weil wir zu viele verworfene Frames haben oder es ruckelt, aber ist nicht der Fall. Also wir haben 0,01% verworfene Frames. 13. August, Cape Cod. Josh mit seinen hübschen Schwestern Hannah und Beth. Ihr sieht super aus, Leute. 2013. Naja, es ist ja alles Geschmackssache. So. Tot, tot, tot. Die Kamera ist abgestürzt. Der Kameramann Moment, muss unter Kamera der Tür durchfilmen. Oh Gott, nein, Achtung, mein Gesicht. Warum gehst du nicht einfach ihm nach? Weil ich den Mörder suche. Ja, okay. Naja, ich meine halt, wenn das Spiel tatsächlich 8 bis 10 Stunden dauert und wir das Ding dann noch in die Länge ziehen. 8 bis 10, wenn du halt suchst. Und nur 2, wenn du weißt du, Sam? Ja, Josh? Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Sprach er und verschwand. Verstecken. Moment. Ich will, dass wir alle Spaß haben. Ich kann mir nicht vorstellen, was noch mehr Spaß machen soll, als in einem völlig dunklen Haus zu sein. Zu wissen, dass zwei Leute verschwunden sind im Jahr davor, sich gegenseitig nicht ausstehen zu können, keinen Strom zu haben, um wenigstens mal warm zu haben, weil es eiskalt ist, der Spaß ist vorprogrammiert. Jo, also ich würde da sofort mitmachen. Fand. Warum sagen die, dass Chris im Fehler ist, wenn die nicht zusammenkommen? Ashley könnte doch auch einen ersten Schritt machen. Sorry, dass ich dich das ist nicht klischeegerecht. Einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Neuladen funktioniert. Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Oh, Baseball Vega. Baseball Schläger. Hihi, ich bin lustig. Hihi. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummy. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad. Schwestern, da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Warum genau steht dieser Baseballschläger im Heizungskeller? In der Heizung? Das Leben geht weiter. Neue Realität. Ja. Feuerholz. Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Das war also eine wichtige Entscheidung. Sollte man sich vielleicht merken, dass der Baseballschläger da steht? Ja, vor allem, er ist jetzt auch greifbar. Vielleicht macht er gleich wieder das Ding zu. Und wenn du dann echt auf der Flucht bist oder so, wie sie jetzt da offen rumstehen, dann kannst du nicht schnappen. Gar nicht schlecht. Oder? Was war das? Es ist schlecht, weil er zu weit weg ist. Ich sehe, was da kommt. Schön. Nein! Hey, ich hab nichts gemacht. Halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Ich stehe jetzt zur Seite.
Nicht schlecht. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Knopf drücken. Nee, wenn es leuchtet. Verdammt. Aber ich muss ja loslassen, wenn es hier loslässt. Jetzt versuch's nochmal. Ja klar, das ist ja oben nur ein Anschalter. Den kannst du ja loslassen. Wow. Genau. Da war jemand. Das ist doch super. Okay. Was? Wo? High five. Oh. Das wäre geil gewesen. High five. Hinter den Kisten, meine ich gerade was gesehen zu haben. Also hinter ihm jetzt? So rechts. Ich finde ihr Gesicht irgendwie, sieht das seltsam aus. Sieht so, grinsen sieht, so. Sieht so glücklich aus, ja, so übertrieben. Ja, ist nichts, alles schön. Lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Naja, also, da war er eigentlich. Hat das jemand außer mir gesehen? Mach halt, ja. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Was? Hinter dir ist etwas. Ja, klar. Erwischt? Noch nicht so wirklich, ne? Nein, nicht ganz. Josh. Kommt der erste Punkt. Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh, Tennis. Ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Schön. Ich hab den Witz verstanden. Okay. Ich glaube, wir werden es bereuen, weil er dann irgendwann, wenn wir das nochmal sagen, nicht guckt. Und jetzt zum Beispiel wahrscheinlich. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Nicht alleine. Meinst du, wir sollten nachsehen? Seit Kirby geschrieben hat, Neuladen funktioniert, schreibt keiner mehr. Was, wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht? Oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Okay. Sind die gerade alle so gebannt, weil so spannend. Baseballschläger. Allein? Ich würde die Kamera unglaublich gerne. War er hier? Irgendwo da war er, ja. Hier in der Ecke, ne? Da, ja, da, dreh dich nochmal um. Da ja. Steht er. Ja, aber ich kann nicht. Och komm. Warum? Ich könnte einen Stuhl mitnehmen. Das ist bestimmt wieder der blöde Marder. Oh! Was? Das ist yes. Aber nicht der Mörder. Nee. Au! Mann, das ist so fake. Oh, komm schon! Wieso ist sie abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt! Hey! Was? Hey! Ich wusste es, Chris. Was? Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Jemand voll lustig. Meine Schwestern sind hier gestorben. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Joke-Meister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh, gemacht. Josh,
Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Das Feuer ist an. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Okay? Viel Spaß noch. Ich bezweifle, dass das genug Spuk für die Nacht war. Oder dass es bleiben wird. Okay. Möglich. Ach Gott, nein. Naja, warum hat er jetzt ein Herz? Jetzt hör doch mal auf. Das ist doch... Okay, wo ist die Spinne? Moment mal, Clown. Das ganze Gebäude ist immer mehr verrottet, oder? Mhm. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, sagen Sie doch mal Einsamkeit. Hast du auch diese Furcht? Ach, da ist die Spinne. Angst. Also, ich schüttel den Kopf, siehst du? Nein. Ich weiß nicht, ich mag ihn nicht. Ich will einfach gegen ihn gehen. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Okay, also Mike hat Angst vor Isolation. Hast du Mitleid mit ihm? Das ist Mike. Also wissen wir schon mal, dass da nicht Mike sitzt. Entscheidungen, die du triffst. Ja, angeblich ist es ja ein Spiel von ihm, dass man den Kram durchlebt. Und du meinst, dass es gar keiner von den Teenies ist? Denke nicht. Höchstens der Mörder selbst. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Mhm. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Wenn jemand loyal zu einem ist, musst du ja nicht irgendwie vor Lügen Angst haben. Verstehst du, was ich meine? Nicht wirklich. Wenn jetzt zum Beispiel loyal zu dir ist, also quasi für dich einsteht bei Sachen und halt für dich hinarbeitet, dir treu ist sozusagen, dann lügt er dich doch eh nicht an. Dauernd. Weißt du nicht? Ne? Doch schon. Wenn jemand loyal zu dir ist, dann kann er ja auch ein Arschkriecher sein und dir einfach irgendeinen Scheißdreck vorlügen. Das ist für mich arschkriecherisch und nicht loyal. Naja, aber das geht ja miteinander einher. Also ich gehe ehrlich. Also, du sagst die Wahrheit, auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Das ist jetzt wie bei dem Bilderding. Nächstenliebe wird überbewertet, schätze ich. Lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Ich stehe so lange am Fenster. Ich nagel noch ein bisschen. Das Fenster nageln. Also mit Brettern. Und Nägeln. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike. Sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay.
Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen Sie Ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du, als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Wartet mal bitte. Warst du das? Ich habe gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. HP. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Ne, ich hab gar nichts gedrückt. Wie können wir dir helfen? Er bewegt sich schnell. Der hat ja einfach was gewählt. Was buchstabiert das? Er bewegt sich schnell. Warnung. Shit. Oh mein Gott. Warnung? Ich glaube, wir müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will. Ich würde ja gerne. Wir können dir nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wer du bist. Kannst du uns sagen, wer du bist? Nein. Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Wer spricht da mit uns? Hannah? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine... Dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Okay. Mal überlegen. Hannah, du fehlst uns. Wir möchten wissen, was dir zugestoßen ist. Sag es uns. Was ist passiert? B? E. T. L. Oh, oh. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meint sie das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K. I. L. L. E. D. Nein. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streich. Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Ja, wie bist du gestorben? Brauchen wir ja nicht fragen, ne? Ja, wenn die wirklich noch nicht gefunden wurden? Also wenn die wirklich als verschollen und tot gemeldet sind, aber nie Leichen entdeckt wurden, warum auch immer? Ja. Und man weiß ja nicht, ob die jetzt... Ja gut, also wir wissen es ja, klar. Aber ob es denen, also unseren Figuren, irgendwie weiterhilft, wenn sie das wissen? Ach so. Ist die Frage. Also ich finde jetzt interessanter, wer der Mörder ist. Wenn sie es dann weiß. Der Typ mit der Maske ist halt jetzt nicht so das. Okay. Wer war das? Hannah, wer hat dich umgebracht? L.
B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Heilige Scheiße. Chris! Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter, es ist nicht Ashleys Schuld. Ich kann das nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Da hinten sind Bücher. Ja, reicht. Zwei Bücher sind eine Bibliothek. Boah. Jess? Auch schon wieder. Jess! Also ihr ist nichts passiert. Scheiß! Wahrscheinlich hat sich ein Nagel gebrochen. Meine Schminke ist verlaufen. Ist halt interessant, dass sie keine Spuren hinterlassen hat. Ja, stimmt. So, ich sprinte nochmal kurz aufs Klo, du kannst ruhig weiterspielen. Jessica! Bist nicht mehr alleine. Ach, deine Plage ein wenig... Ich find's geil, dass jeder Schritt, den man im Schnee macht, aussieht, als wären das Hufeisen. Wo bist du hin? Das ist nicht witzig. Ein alter Jess. Traktor. Süße, bist du da drin? Du bist gemutet. Fliegender Wechsel. Guck hin, Lu. Guck wieder weg, weil er... Ah! Oh! Shit! Gut, dass ich genau jetzt gekommen bin. Hätte mir fast in die Hose gemacht. Sieht man mal, wie schreckhaft ich bin. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Nochmal? Das geht ja wirklich nochmal. Was soll ich denn tun? Jess? Schatz? Licht meines Lebens? Licht meines Lebens. Hallöchen. Gott, wo ist denn... Der Mikro hängt ja auf halb drei. Du, das ist Trice Mikro, nicht meins. Ich hab das nicht verstellt. Ernsthaft? Das ist ein hier leckeres. Das ist nicht witzig! Du hast einen Hammer Jumpscare verpasst. Ja, der sitzt da. Mhm. Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt. Ja! Oh mein Gott! Nein! Also der Jumpscare eben war witziger. Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Ich will mir das nicht. Nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald. Das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Nee. Okay, schön. Du gewinnst. Das ist doch kein Wettstreit. Aber ich gewinne. Jedes Mal. Aha. Wie du meinst, Babe. Heul ruhig weiter, Romeo, wenn's dir Spaß macht. Geht echt zum Geist sein. Da ist wieder ein totes M. Totes M. Angeblich. Das war jetzt wieder so ein Führungstod. Heißen die, man soll das machen? Also Führung heißt der eigentlich hier, ich gebe dir einen Wink, wie es am besten abläuft. Keine Ahnung. Bis
wüsste aber nicht, wer das gewesen sein soll, weil keiner von denen hat was Rotes an. Das ist das Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Feuerwehrmann. Hier sind wieder Lampen. Ich ralze halt kein Stück. Ich auch nicht. Ne, es sind keine Lampen, aber Licht ist da. Hä? Ist der Mond oder? Ah, okay. Nein. Bestimmt nur ein. Alter, wie hell ist denn der Mond hier, bitteschön? Also. Abartig. Warum? Ist da rechts Feuer? Die Hütte oder nicht? Was? Hörst du das? Nein. Hallo? Das hilft immer. Jemand da? Ja, ich bin Mörder, sorry. Verdammt. Das ist ein Tier. Willst du wirklich werfen? Das klang aber gerade. Das Vieh hat uns fast umgebracht. Mhm. Schade, dass es nicht hingehauen hat. Zumindest einen. Jetzt laufe ich doch wieder zurück, oder nicht? Meiner auch. So bei dieser Zaun. Was ist das denn hier? Das ist ein Schild? Ja. Hey, da lang gehen. Alter, Panzer. Tier Jumpscare Nummer 3. Genau. Nutzt sich etwas ab, ne? Hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Nummer 4. Yeah. Wieso Nummer 4? Moment, die sind den ganzen Weg gegangen für diese Hütte? Diese Hütte. So romantisch. Der Marder Dachs war doch doppelter. Also zweimal, einmal schreiben und rauslaufen. Oh, die kennen wir doch. Mhm. Von der Seite sieht sie andersrum aus. Ja, die zwei Seiten. Oh, unglaublich. Na. Ich dachte, wir sind ein Idiot. Ja, aber ich will wissen, was das, was sie, und so. Hey, schau mal die Maske. Oh, bäh. Ist voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Pech. Gut, hat so viel gebracht. Das ist cool. Hat er die Maske jetzt weggeworfen oder eingesteckt? Meathook. Alter, also hier ist die Framerate echt katastrophal gerade. Ich glaube, der ganze Schnee, also der fallende Schnee, ist ein bisschen kontraproduktiv. Ich finde es schön, dass beide die gleichen Fußspuren hinterlassen. Ich habe eben schon gesagt, die Fußspuren sehen immer aus wie Hufeisen. Tier Jumpscare Nummer 5. Wo? Und jetzt also dann langsam wird es jetzt echt ein bisschen nervig. Vermutlich Tier Jumpscare Nummer 6. Oh, das Tier hat einen Motorschaden. Das hat einen Platten. Verdammt. Echt furchtbar. Bär. Oder nicht. Shit. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Eigentlich ist Töten sinnvoller, ne? Du hast kaum noch Zeit. Ja. Okay, Mann. Beruhigen bringt ja nichts. Hey. Ich bring das jetzt schnell zu Ende, okay? Oh, nein. Nein. Okay. Gott. Wie soll ich? Ja, wie soll er? Ich kann nicht hinsehen. Okay. Mit Sicherheit nicht. Was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab!
Okay. Lauf! Lauf! Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung! Eine Brücke, hier lang! Komm hier rüber! Ist ein Bär, bestimmt ein Bär! Ich hab nicht mal gelesen, was auf der anderen Seite drauf stand. Weg folgen und nichts verabschiedet. Hilfe! Oh, oh. Das war nicht gut. Vermutlich nicht. Der Schnitt war irgendwie ungeil. Ach, die Hütte haben sie gemeint. Oh, runter. Ich drück mal rum. Das ging eigentlich schon fast zu schnell, um das auszuwählen. Komm schon, wir müssen weiter! Ja! Nein! Hol die Treppe! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp! Das fühlt euch jetzt noch sicher, das ist eine dammige Holztür. Ja. Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Ja, kann man jetzt bumsen, ne? Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Und warum nicht? Das ist eine Holztür. Einmal dagegen gefallen vom Bär und das halbe Haus ist weg. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Hä? So fast. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Na, wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ernsthaft? Ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung bitte. Ja, my lady. Ich bin ja dafür, dass Mike sich jetzt umdreht und wieder zurück zum Haus geht. Ja, das hatte was. Hellnagel... Kommt auf die Staffel an. Also mit der ersten kannst du mal anfangen und ansonsten gucken, ob es dir thematisch gefällt, weil die Dinger sind ja an sich eigentlich immer abgeschlossen. Jede Folge, ne? Jede Staffel. So die Folgen untereinander? Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Ja. Also, hä? Also doch. Es gibt 4 Staffeln. Jede Staffel ist für sich abgeschlossen. Hat nichts mit den Vor- oder Nachfolgern zu tun. Was ich gefragt habe, war, ob jede Folge nicht sogar unabhängig voneinander ist. Nein. Ja, warum sagst du dann ja? Nein. Okay. Nein. Brennstoff ist Nein. da. Fehlt nur ein Streichholz. Ja, ich meine, wer will nicht, wenn er gerade im Tod entkommen ist, erstmal Kamera bitte. Nachfolger zeugen. Was will die denn jetzt? Mein Handy. Oh, scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße, nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein 4. dieses Jahr. Okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde... Wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Das ist hier gerade krass. Oder was immer das war. Okay. Dann bin ich beruhigt. Oder auch nicht. Feuerzeug. Looky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Hab ich recht? Es ist nicht dein Ernst. Du schaffst es.
Mike 1, Feuer 0. Das ist in der Mitte angezündet und links und rechts brennt. Mhm. Das ist gut. Schön. Bravo. Na, ich kann Feuer riechen. Okay, my lady. Irgendwas von Evil Dead. Was kommt jetzt? Evil Hood. Oh Gott. Oh, ja, ja. Wie kann sie bitte Stimmung sein, wenn sie ihr Handy nicht hat? Keine Ahnung. Die ist überraschend wählerisch dafür, dass er eigentlich am Anfang des Spiels, als man sie das erste Mal gesehen hat, ihn im Schnee vögeln wollte. Jetzt kommst du aber langsam auf das Kleiderniveau. Hast du es greifbar? Ich meine, gut, es ist kein Verlust, wenn die beiden jetzt draufgehen. Eben, deswegen war ich auch relativ locker. Man kann es ja versuchen. Scheitern geht ja immer. Ja, muss schön kuschelig warm sein da drin, wenn da ganz da vorne so ein Feuerchen lodert. Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Was veranstaltest du da eigentlich gerade mit einer Dose? Na, mach den Play. Moin. So, blende ich dich vielleicht. Kann es nicht von da links? Ich finde, jetzt sieht er so ein bisschen aus wie Nathan Drake. Ja, aber ich will wissen, was hier hinten ist. Echt? Ich kann das Handy läuft, oder? Ich wollte gerade sagen, da hört die gerade Mucke über ihr Handy, das sie nicht hat. Nach unten gucken. Ja. Willst du es aufheben? Ach so, das... Ah, jetzt habe ich es verschneit. Und was passiert jetzt? Weiß nicht, ich dachte, wir hören uns die Hits an, denn sie hat die Hits. Lass mich gerade noch den Schluck neben absetzen, danach lässt du los und dann kommt der Jumpscare. So. Bereit? Ja. Dein Telefon! Was? Das heißt Handy. Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung. Ach, der hat es durchs Fenster geworfen. Kann mal durchs Fenster. Zieh dir was an. Dein Telefon, aber die Wahlscheibe fehlt. Verdammt, Mann. Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, ja, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Ja. Hey! Ja! Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! Mike, wo bist du? Oh, okay. Hi. Ich hab sexy Beleuchtung gefunden. Mann. Aber nicht so. Problem erledigt, oder? Hat sie jetzt ihr Handy dabei? Oh Gott, ey, wenn wir es jetzt retten, das Handy wieder fehlt. Ihre Eltern werden die killen. Gibt's doch nicht. Vielleicht ist das Vater der Vater. Wie ihr Freak! Nee, du hast dein Handy verloren. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Aber das ist dann doch anscheinend so ein bisschen magisch beeinflusst. So von, wenn da ja auch was ist, während die anderen deutlich weiter weg in der Hütte sind und da auch verfolgt werden. Ja, das ist anscheinend wirklich so ein Geist oder was, der hin und her springen kann in der Zeit. Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, das wieso, das war die hier. Zwei Geister ja, von den, oder das war ein so Geist von den Schwestern? Ja, oder halt mehrere Geister oder so. Ich meine nur das Ding eben. Ja, dass das übersichtlich ist, war doch wohl von Anfang an klar. Es hat Feuer gespuckt. Ja, das hätte ja nur ein Flammenwerfer sein können. Oder jemand, der sehr viel Deodosen dabei hat und Feuerzeug. Das haben wir am Anfang gelernt vom Spiel, dass das auch geht. Kann ich in die Treppe runterschubsen? Seltsam, ne? Immer wenn Chris dabei ist, überlegt man, wie man ihn umbringen kann. Selbst wenn Chris ist. Wo häng ich? Musst du mir unbedingt so durchs Bild latschen? Da war doch was. Eine
Tür. Wie in Silent Hill. Keine verfickte Scheißtür ist offen. Ist schon krass linear, ne? Jo. Ich meine, passt zum Spiel, oder? Scheiße, oh, Chris! Oh mein Gott! Alles okay? Ich glaub schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Nee, es ist immer noch da. Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Ja, danke, danke. Tot. Dum, 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 dum. Chris, es passiert nichts. Wow, Wand geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die mit der Fresse auf jeden Fall. Was war das denn? Vielleicht wussten sie nichts davon. Das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee. Du gehst. Vielen Dank. Ach, das ist der Schwarz-Weiß-Spiel. Oh, da ist die Spinne. Fehlen uns Innereien hatten wir eben mit dem Reh, Spinnen und Angst vor Höhe, habe ich angegeben, ne? Und Clowns. Stimmt. Große Clowns, die einen auf Schultern tragen. Ein Foto weiß. Oh. R1? Wow, was ist das? Dreh's um und danach... Ich versuch's gerade umzudrehen, aber er will's nicht drehen. Dann musst du R1 drücken. Warte. Ich werde sie holen und Schweine aus... Wie Schweine ausbluten lassen. Schweine aus... Ja, währenddessen halt, nebenan. Und ihnen weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Ist nett, dass es hinschreibt. Ja. Hat eine schöne Handschrift. Heilige Scheiße. Drück mal R1. Geht das jetzt? Wieso denn? Ja, weil du dann vielleicht noch mehr Infos kriegst, aber passt schon. Hä? Wieso? Nee, ich krieg doch nur die Infos, die ich sowieso krieg, kann ich da nachlesen. Aber sonst nichts, weil das halt extra eingeblendet wurde. Ja klar, weil du hast ja dieses Foto jetzt da drin. Das kannst du ja jetzt wieder angucken. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. So. Und wo ist hier Josh? Ach, guck mal da! Eben beschwert man sich noch drüber, dass keine Tür offen ist. Was war das? Eine Tür. Was ist Tür? Ne? Da ist ein Indianer. Ist jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja. Okay, Jumpscare durchs Fenster. Oh, das wäre sehr klassisch. Ach, dann müssen wir mal 2013. Dr. C.J. Schwaff haben. Abteilung für Ethnizität. 183 Haskett Hall, 6130, Amsterdam Road, Vancouver, BC, Faustburg. Ach, scheiße, schreibt da selber hin. Sehr geehrte Dr. Swaffham. Vielen Dank für... Scroll doch. So. Vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme, zum Beispiel Graffiti mit den Personen, die außergewöhnliche Bäume... Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Das ist halt jetzt wirklich so ein scheiß Friedhofnummer, ne? Ich habe mit den Nachkommen des Stammes Kontakt aufgenommen und beabsichtige ihrem ältesten Rat eine Spende zukommen zu lassen. Die Wunden der Vergangenheit zu heilen wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass dies ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Auf der Rückseite habe ich diesen Irren gesehen. Was? Auf der Rückseite habe ich wieder diesen Irren gesehen. 21.17 Uhr hing beim Generatorschuppen rum. Ich werde ab jetzt Buch führen. Der stammt anscheinend von Josh's Mom. Ja, wenn ich R1 drücke, kann ich mir den Brief nochmal durchlesen. Da. Naja, es ist zusammengefasst, was da drin steht. Ich
Ja, ich denke nicht, dass das ist halt einfach eine bestimmte Reihenfolge. Ich bemühe mich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Könnt ihr bitte immer laut sagen, eine Spinne im Bild? Ja, das verstehe ich jetzt auch gerade nicht, weil wenn wir die Spinne sehen, siehst du die Spinne ja auch. Wer sieht da nicht früher dran als du? Okay, jetzt bist du ein Arsch. Wow. Das hier aufploppen fand ich bis jetzt am gruseligsten im Spiel. Kannst du deinen Arsch mal bitte aus der Kamera? Ich sehe nichts. Das weiß ich nicht, wie lange ist der denn schon gemutet? Sagt kein Mensch, dass du gemutet bist. Du hast gerade in den Chat drüber. Dann hättest du doch nichts zu sagen, wenn du eh nichts siehst. Ich sehe gerade gar nichts. Hä? Okay, gut, spielen wir weiter. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief, wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern... Bist du gefeuert? Gewitter. Grizzly. Hörst du das? Das war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Willkommen! Halt durch! Hä? Ashley! Er hat gerade abgeschlossen. Ashley, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Ich... werde... Ich werde... Ash? Ach, Moment, das war das nicht in einer Vorsehung? Ja. Der hat so Haare wie ein Indianer. Aber du konntest doch gerade nichts drücken, ne? Nö. Wo findet er die ganzen Sachen, bitte? Da ist der Clown! Ja. Da haben wir jetzt alles durch. Vielleicht kommen jetzt mehr so. Bei noch leben alle, ne? Also, wahrscheinlich. Jo. Wir haben noch keinen Sterben gesehen. Ja. Ich zeige dir jetzt ein paar... Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst. Scheinbar wird sich das jetzt gleich ändern. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. Ich mag sie überhaupt nicht gern. Das gebe ich auch nicht vor. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Aber gerne. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Ja, toll, da habe ich wieder eine Auswahl zwischen zwei Leuten. Und wenn sie beide scheiße sind, die sind beide scheiße. Hoffentlich ist er auch dabei nachher. Boah. Ich fand beide okay. Also im Verhältnis zum anderen. Wie gesagt, ich finde halt, Josh ist für mich halt immer noch so ein bisschen verdächtig. Eben weil er halt da oben eh quasi ja der Hausmeister ist sozusagen. Ja, es geht ja jetzt nicht um Verdächtigung, sondern es geht ja darum, wer uns von Charakter her... Naja, lieber ist. Wenn mir verdächtig ist, ist mir nicht automatisch sympathisch. Also ich will jetzt eher Sam. Ja, Sam hat halt ziemlich wenig Persönlichkeit, außer eine sehr seltsame Grinsen-Animation hat die nicht viel, aber Josh ist. Bin's vor. Blöd. Ja, hol mal einen Sam. Nimm lieber die Person, die du weniger magst. Die Logik ist eigentlich richtig, ja, aber scheiß drauf. Okay, in dem Fall ist mir einfach nur scheißegal. Bei Matt. Matt ist dumm und sie ist absolut grauenhaft. Ja.
Der Typ. Ja. Die Bande war jetzt auch schon ewig nicht gesehen, ne? Ja, stimmt, die sind unterwegs, die in den Koffer holen, ne? Ashley. Ja, die war eigentlich okay. Chris wird langsam sympathischer wenigstens. Hm. Kann ich nochmal umblättern. Aber eigentlich würde ich da fast schon eher Mike nehmen. Hm. Weil er halt den Idioten spielt, aber du merkst schon, dass er irgendwie so ein bisschen... Sie ist auf jeden Fall strunzwohl. Ja. Achso. Ach Gott, jetzt müssen wir hier noch ein Ausschlussverfahren machen. Da ist mir Josh dann lieber. Aber... Ja, in dem Fall definitiv. Misstrauen bleibt. Chris. Gute Wahl. Das gefällt dir, ne? Das gefällt dir. Wenn ich auf deinem Buch rumtatsche. Sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Dich! Schnall's endlich! Dich kann ich am wenigsten leiden! In dem Fall muss ich sagen, Jessica. Die andere ist halt schon ewig weg. Die andere ist doof und eine scheiß nervige Tante, aber sie ist dumm. Unvergleichlich dumm. Jess ist süß und vielleicht die Bilder her? Ein bisschen dämlich, aber du musst dir um sie keine Sorgen machen. Sie ist ja jetzt aus dem Weg. Konzentriere dich auf. Also wir spielen wirklich ein Spiel mit ihm, das er programmiert hat. Tja, die Zeit ist um. Komm doch bald wieder. Na, der Stelle übrigens, hi an alle neu dazugekommenen Leute. Guten Abend. Hat der irgendwas mit dem Clown noch vor, oder was? Ja, die sind so beste Buddies. Hm. Die schrecken nachts immer kleine Kinder. Und Teenager. Festhalten! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das... Das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! Wir müssen gleich wieder gucken, was für Aufnahmen wir gesammelt haben. Stimmt, können wir jetzt eigentlich ganz machen. Ehrlich, du bist wieder dran. Ja, ja, ich hab so ein bisschen den Verdacht, dass Josh vielleicht alle hergelockt hat, weil er ist ja da der Partyschmeißer quasi. Und ich kriege jetzt zurecht, dass er bei einem Schloss kommt. Das wäre so das... Standard-Ding. Still, ja. Der hält schon ziemlich flach irgendwie, ne? Oh fuck, so ein oh, fuck! So, oh fuck, Jessica! So ein fuck? Spike. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Fenster ist kaputt. Wie soll ich das ersetzen? Jess! Naja, sie wird noch leben, Jess! Weil wir kennen ja die... dieses Foto, ne? Von daher... Ja, genau. Ne? Ja, also wieder zurück zum Video. Hätte er sich nicht gerade was überziehen sollen? Ich drücke mal Stopp. Dann schauen wir mal gerade. Genau. Oh, Bonusinhalt. Kameraaufnahmen. Sollen wir nochmal den ersten? Ja, komm, hau nochmal den ersten raus. Der war so gut. Das war. Wundervoll. So herrlich. Was war denn das? Ach, der Vogel, okay. Oh, okay. Das ist schön. Oh. Das ist so richtig. Ich habe sogar gehofft, dass wir damals da aufgenommen werden. Das ist gut. Okay, dann Mr. Maskenman, also Chris. Oh, das ist gut, oder? Ah, ne. Absolut keine Reaktion. War das das, was ich verpasst habe? Ja. Schade, der gute Jumpscare ist nicht drin, bei dem Lou hier gesessen hat und total zusammengezuckt ist. Nee, hey, das sehe ich dann ja nochmal, wenn ich es nochmal spiele. Ja. Bonus mal reingucken. Trifft die Besetzung. Oh, nice. Das ist cool. Nice. Das ist sowas liebe ich im Bonus. Ja. Fahrenheit hatte zum Beispiel sowas. Fahrenheit hatte ein komplettes Making-of, das du sehen kannst, wenn du es freispielst. Und so ein Kram. Das finde ich total geil. Das gefällt das mir. Das ist cool, nicht halt irgendwie, keine Ahnung, Artwork-Galerie oder so. Wer will sich denn die auf dem Bildschirm angucken? Ich nicht. So. Setzen wir fort. Abkürzung ist hier.
Ja, wir sind bis selber so ein bisschen riskant gewesen und unsere unglaublich intelligente Freundin ist im Moment, warum mache ich das? Andererseits ist es Mike. Woher weiß er eigentlich deshalb, wo das war? Das ist doch jetzt so ein bisschen. War noch nie da. Ich glaube auch nicht, dass er vor einem Jahr hier war. Ich glaube, die Lampe ist so hell noch. Jumpscare. Okay, unsere nackte Freundin. Ja, nicht auf Jess gucken. Nein! Ach, du kannst dich gar nicht bewegen, nein, oder? Nein, mach das selbst. So wichtig ist jetzt auch nicht. Achso, Namen Trika. Das hat doch schon Leute gefüßt. Ach so. Ich das noch mehr dazu kommen. Ich würde das Spiel gerne für den PC. Wir können da mal allgemein so, keine Ahnung, so 10, 15 Minuten wieder so eine Pause machen. Durchschnaufen auf die Pause. Lass doch die Lampe fallen. Weiter, weiter! Alles klar, Machine Play. Gerade erst gekommen, Machine Play. Nein, nicht! Schnell. LOL! Aber wie kann man den Baumstamm nicht sehen? Nein! Boah, ich dachte, oh, komm schon, ehrlich, aber das ist doch jetzt echt nichts, wo du was drücken sollst. Das ist scheiße, Mike. Oh, Alter. Sag mal, was ist denn gerade los? Ich finde, das geht so flott. Du musst erstmal lokalisieren, wo der Mist rauskommt. Komm schon. Hä, wo will denn der balancieren? Ach so, das ist nicht balancieren. Das heute durch, eventuell wird es morgen weitergespielt. Ja, richtig, wir werden unmöglich heute damit durchkommen, dafür ist das Spiel einfach zu lange. Je nachdem, wie weit wir aber kommen, werden wir es dann vermutlich morgen durchspielen. Schön, dass der Unterschied durchgeht. Okay, okay, okay. Shirt. Wo ist mein Shirt? Ach komm schon. Status-Update verstorben? Was? Jessica, ich komme! Ich komme! Runter. Eine Treppe zu einem Fahrstuhl gehen. Ja, ist doch die Ironie ergibt sich, glaube ich, von selbst, oder? Vielleicht geht er nur von unten nach oben. Jessica! Aber gut. Jessica! Aber das ist halt wieder die Stelle, die wir schon gesehen haben. Ja. Ja, wie gesagt, das ist die Szene aus der. Jessica! Aus dem Totem. Die ja Hoffnung machen soll. Jo, naja, gut, dass er halt noch lebt. Also, sie hätte jetzt auch schon tot sein können. Jess! Laut Psychiater und so. Ja, die ist aus dem Weg. Ja. Ja, ach Gott, dreh dich doch nicht automatisch um. Ja, für einen Schritt. Nein! Oh Gott! Was? Das war das jetzt überhaupt für eine Vision? Jessica! Machen soll. Oh, Jessica! Nein, Jessica! Hä? Jessica! Was zur Hölle? Ich meine, nicht, dass ich traurig bin, aber ich verstehe es halt gerade nicht. Also wahrscheinlich lag es einfach da. Daran, dass ich halt manchmal in Vorsicht im Weg gegangen bin, oder wie? Dass man lieber hätte 10 Meter runterspringen sollen.
Okay, jetzt wird's aber wirklich Nathan Drake. Boah, war das groß. Mhm. Solange es nur die vier Tasten sind, ist okay. Jetzt komm schon, komm schon, komm zu Papa. Komm zu Papa. Alter. Ach, nach links muss ich. Okay. Soll klettern, nicht gebären. Oh, shit. Da ist der. Nee, echt? Das kann man auch in der Bewegung. Du musst nicht stehen bleiben, um dein Gewehr zu nehmen. Was? Das ist das ein Idiot. Komm, komm schon. Komm schon, du blöder Schrott. Scheiße, ich muss es schaffen. Klar, ohne sich erstmal umzugucken, was in diesem Raum, in dem er noch nicht war, überhaupt ist, erstmal auf den Boden gucken, oh, das ist eine Lampe. Fuddel, fuddel, fuddel. Damit ist der erste richtig tot, aber zumindest hat das Spiel einen hohen Wiederspielwert. Laut den Entwicklern hat das Ding irgendwie 1 Million Enden. Also der Wiederspielwert sollte definitiv hoch sein, aber... Videospielwert. Na, Pascal. Ich rieche, dass man theoretisch alle lebend rauskriegen kann, oder wird das nur so? Ja, jeder Tod ist optional. Muss nicht passieren, außer die zwei ersten, die halt Story-Tode sind. Das ist aber auch im Rückblick. Scheiße. Was ist das für eine Bude? Mörderhaus. Da ist einer gelaufen. Ist das ein reines Horrorspiel? Das ist ziemlich dreckig. Ja. Soll ich hier gerade mal stoppen? Ja, dann. Beziehungsweise, wir lassen Chris mal aufstehen. Und dann können wir noch eine kurze Pause machen. Ashley! Ja, das war dieser Moment. Keine neue Aufnahme. Oh. Die Jumpscares waren jetzt aber auch irgendwie schwach. Die meisten sind es. Also irgendwie. Ja, das fällt vielleicht auf, wenn man die Kameraaufnahmen abspielt. Ja, das Problem ist irgendwie, dass sie zu kurz fast schon sind. Weißt du, um dich richtig umzuhauen. Dass sie passieren und du musst erstmal realisieren, dass da was war und dann war es schon wieder rum. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist so das Hauptproblem. Ich finde, die sind alle ein Stück zu kurz und dann gibt es noch welche, die sind noch kürzer. Das stört mich so ein bisschen. Diese Sekunde zu erkennen, was da überhaupt passiert, ist noch nicht mal gegeben. Das heißt, du kannst dich nicht mal davor erschrecken. Mhm. Und das ist ein bisschen doof. Und ansonsten sind sie halt doch extrem vorhersehbar. Also die kompletten Tierdinger waren jetzt irgendwie, okay, du machst einen Schrank auf. Und ein Bär. Klar, dass da irgendwas... Die Hirschnummer war klar, dass dann auch noch was passiert mit der Leiche. Irgendwie schaffe ich das ganz gut. So. Du hast dich schon wieder gemutet? Ja, mein Bauch ist so groß geworden, dass er sich immer da drüber lehnt und dann drauf drückt. Nee, aber jetzt darfst du dich muten, denn wir machen eine kurze Pause und... Los, Bauch! geht pinkeln und... Lasst euch nicht von Schächten in der Mine runterwerfen. Richtig. Und wir sehen uns in 5 bis 10 Minuten wieder.